Bin aber kein Traitor. Nur weil Du ich schon wieder mit immer. einer Sniper rumrenne. Ja. Schon wieder. Der, immer wenn Crimson Traitor ist, ist er, rennt er immer mit der Rifle rum, ey. Gar nicht wahr. Viele mache ich auch mit der Shotgun. Aber. Shotgun, Weapon of Choice. Ja. Alles klar, Graver, dann erhol dich ein bisschen. Jo. Geht der in die Graver? Er legt sich etwas hin. Oh, Er kränkelt ein wenig. dann ruh dich aus, mein Guter. Mach langsam und egal was passiert, wir werden da sein. Da, na, na, Sieh dir na, das an. na, Wo ist der letzte in die Richtung? Ah. Nee, zwei Tagebücher sind noch. Ja, oder so. Sollen wir Das Wurst sein? muss schon seine Richtigkeit haben. Der Tagebuch bleibt genauso, wie es ist. Egal, ob du da bist und nicht. Oh, soll ich weitermachen? Keine Ahnung. Irgendwas mit Erdbeerkäse oder sowas. Was? Das wird jetzt. Ich habe heute auch kaum was gegessen eigentlich. Das ist schlecht. Nein, nein, ganz schlecht. Ich aber genauso. Nee, nee, ihr beiden, das geht gar nicht klar, Freunde. Hat doch heute ein Frühstück, aber. Was? Was denn ein Frühstück? Bitte sag mir, dass du um 13 Uhr, 14 Uhr gefrühstückt hast. 15, 16 Uhr so rum. Na, okay. Ey, der mich hier einfach. Nicht mal eine Crowbar mit, womit er mich schubsen könnte. Warum müssen das so viele sein? Oh, die Dinger sind so nervig, ey. Spider-End, Spider-End. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gibt doch schon Ant-Man. Ja, aber nicht die Spider-Ants. Das ist absolut korrekt. Oh, wie viel denn noch, ey? Der Alu ganz ungemütlich gerade hier, ne? Die Viecher sind doch todesnervig. Kann ja auch wohl nicht vorsehen. Eine Lötchest. Lötchest? Mit Scheiße drin. Er ist was Scheiße drin. Wieso hebe ich überhaupt noch das Geld auf? Weil ich das Geld aufsammel. Geld. Da wirklich Werte, die sich für mich gar nicht mehr lohnen? Alu, das nennt man Schutzgeld. Spiel mit. Stimmt, da war was. Ja, Crimson, nimm das Geld, ist schon okay. Ist alles in Ordnung, wie du das machst? Ja, du hast es gefunden, ne? Ja, alles gut. Oh, diese geflügelten. Die Rex, ja, die sind. Dafür geht den Bloodwing. Mann. Also in der Echt Dreh. furchtbar, wie die immer so sich was zusammenbrüllen. So, wo liegt's? Ist wahrscheinlich hier oben auf der Ecke. Jo. Immer dieses Versteckspiel. Oh, Geld. Oh, Geld. Ach nee, hier an der Wand klebt's. Anscheinend ist die Kammer massiv gesichert, aber alle 200 Jahre kann sie geöffnet werden. Sie muss etwas extrem Wertvolles enthalten, vielleicht noch wertvoller als das. Aber noch muss ich nicht bedeckt haben.
nehmen meine Bosse den Erfolg für sich. Ich muss die Kammer finden. Das war die längste Autofahrt aller Zeiten. Ey. Und Ben, damit Crimson manchmal was zum Gucken hat, spiel ich eine Frau. Wow, damit er dir auf den Arsch gucken kann. Ja, der macht da ab und zu. Darum lass ich ihn vorrennen. Mehr Views dank Poops. Endlich! Ich hab ihn auch schon aufgezogen, damit es dem Arlo und dir hilft, wenn ich gehen. Aber ich glaube, es bringt nicht so viel. Nee, bei dir bringt es gerade leider sehr wenig nur. Ja, das ist okay, mir kann ich leben. Ich weiß, dass es nicht an dir liegt, sondern es liegt an meinem Körper. Damit kann ich leben. Aber ich bin stolz auf ihn. Hier muss noch was sein, irgendwo. Ich glaube, es hat sich gerade erledigt. Denke ich mal. Das kommt vor. Ist nur Scheiße drin. Da nichts Neues. Wupp, wupp. Waschmaschinen. Da bin ich schneller. Fliegen besser mit vom Ball. Mit Calgon, was? Waschmaschinen fliegen besser vom Balkon. Karte gucken. Ja, der ist ja uralt. Okay. Der ist genauso alt wie ich. Uralt? Ja. Doch uriger. Ben, ich bin immerhin 29 geworden, also. 29? Ja, stell dich mal nicht so an, was soll denn das? Tust du, als würdest du dir gleich eine künstliche Hüfte einoperiert bekommen. Wenn ich die nicht schon hab. Hat Opa Alu schon vergessen, was er alles hat? Ja. Ich kann schon gar nicht mehr nachsehen, was alles bei mir schiefgelaufen ist. Das ist aber wirklich so. Das war doch mal bei den Simpsons eine Folge, wo Bart einen Metalldetektor hatte und dann ist er bei Großvater entlang gegangen. Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Absolut Lieblings ist das. Ist das, wenn Grandpa Simpson Angst hat und sitzt auf der Couch und zeigt auf die Katze: Der Tod! Grandpa, das ist die Katze. Oh ja, Entschuldigung, zeigt auf Maggie: Der Tod! Das ist Maggie. Oh ja, Entschuldigung, der Tod! Das ist schon wieder die Katze. Okay, ich leg mich hin. Was? Wunderschön. Absolut beste Szene von dem alten Opa Crimson. Opa Crimson. Opa Crimson. Klassischer freudscher Versprecher. Grandpa Simpson. Freudian slip is when you say one thing, but really you mean your mother. Die auch. Nenn ich auch gerne mal. Grandpa Simpson. Oh, ich komme jetzt so gar nichts. Eigentlich war doch mal bei Oma Opa Alu bei uns. Nein. So wie er redet hier und über seine Wehwehchen klagt, ist es auf jeden Fall Opa. Opa Alu, Mann, finde ich schön. Nein, meine kleine Schwester schreibt mir gerade auf Steam, ja. Aber geh heute jahrzeitiger ins Bett, sonst kriegst du wieder Kopfschmerzen. Das ist doch lieb. Oh. Machst du natürlich nicht, ne? Die weiß ja nicht, dass ich streame. Oh. Aus dem Alu-Kind wurde Alu-Mann. Und dann Alu. Opalu? Opalu finde ich schön. Hey, Opalu. Was Dahl wohl mit all den unbezahlten Sträflingen machen wird, die man hier als Minenarbeiter eingesetzt hat? Ob einige von denen meine Freunde sein werden? Das hat Opalu auch oft so um mir gesagt. Ich bin immer gleich eifersüchtig, wenn ich neue Freunde gewinnen will. Ich schalte dich ab. Was, die Maschine ist eifersüchtig, wenn das Weib neue Freunde will? Ja. Okay. Das bildet sie sich ein. Die scheint dann immer ganz rein im Kopf zu sein. Hat sie ja gesagt, sie kann nicht mehr zwischen Realität und Wahnsinn unterscheiden. Das ist Wahnsinn! Nein, stopp! Veto! Was? Veto! Magst du nicht? Nö. Okay.
Hölle, Hölle, Hölle. Jetzt hat der Ohrwurm. Jetzt habe ich es geschafft. Nee, nee, nein, 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 das war ich nicht. Lange doch, Abend. Das warst du. Ja, okay, natürlich. Ja, Abend. Ja. Das war Kitty, ne? Hm. Hase. Gleiche. Kitty, das ist meine Bettdecke. Wie oft noch? Katzen. Denken immer, alles ist ihrs und machen sich drauf breit. Guter Junge. Immer diese fliegenden Pestbeulen, ey. Guter Junge. Crimson schweigt. Boah. Warum? Das ist dein Let's Play. Trotzdem trägst du ja... Ja, warum soll ich hier den Unterhalter spielen? Unterhalt doch mal. Bin deinen Kanal klauen oder was? Ja, natürlich. Irgendwas tun kannst du ja auch. Komm, unterhalt doch mal, Crimson. Komm, sag mal was hier. Unterhalt. Unterhalt doch mal. Komm, Crimson. Erzähl mal was aus dem Schwank aus deiner Jugend. Kann doch gelogen sein. Wir spielen jetzt ein Spiel. Crimson, du erzählst uns jetzt eine Story und wir müssen erraten. Das ist mein Lieblingsspiel. Ich mag das sehr gerne. Du musst irgendwas erzählen, was richtig dumm ist, was du gemacht hast. Und du musst, wir müssen erraten, ob du zu dem Zeitpunkt ein Kind warst oder ob du betrunken warst. Dafür bin ich nicht betrunken genug. Ich bin nicht spontan genug. Nein, du solltest ja nicht betrunken sein, um es zu erzählen. Es soll eine Geschichte sein, die passiert ist, wenn du betrunken warst oder als du ein Kind warst, zum Beispiel. Wie gesagt, dazu bin ich nicht betrunken und nicht spontan genug. Alu, dann hau du mal raus, komm. Ich sag mal so, weil ich hab mir mal beide Handgelenke gleichzeitig gebrochen auf dem Fahrrad. Und hab dann noch... Warst du beides. Du warst ein Kind und betrunken, richtig. Nee. Hat der Alu die Schachtel vom Mancherie von der Mama gefunden, ne? Nee. 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 Schön. Okay, das Thema beim Fahrradfahren, die beiden Handgelenke gleichzeitig gebrochen. Ja. Das klingt so, das ist ein klassischen Kind-Ding, ne? Ich sag Kind. Ja, Kind auch nicht mehr wirklich, war ich 14. War gestern. Ich bin nicht getrunken. Es ist gestern passiert beim Einkaufen zum Bier holen. Ben, ich trinke nicht mehr. Ja, Entschuldigung, das weiß ich ja nicht. War das vor oder nach dem Fahrradunfall? Dass du aufgehört hast. Schön. Nein. Naja. Nein. Ich hab mit 18 angefangen zu saufen und hab mit 22 wieder aufgehört. Das ist gut, nicht schlecht. 4 Jahre. Und mein Borderlands ist wieder abgeschmiert. Nein. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Basertag. Borderlands funktioniert nicht mehr. Du bist zum Hauptmenü zurückgekehrt, weil die Verbindung zum Host unterbrochen wurde. Sag mal, Horst, was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Irgendwie reagiert hier gar nichts mehr gerade. Ich hab mal ganz kurz... Da schließen. Kann ich aber ganz kurz Twitter stalken. Twitter. Aber Firefox hat sich auch gerade bei mir aufgehangen. Aber heute ist echt der Wumpen. Nee, kommt's wieder. Heute ist echt. Wir streamen gerade mal eine Stunde. Oder knapp ein und ein Dreiviertel. Und hier schon zweimal Borderlands abgeschmiert. Heute ist echt kacke. Das ist gut. Das ist auch eine gute Bilanz. Oh, ich kriege hier gerade die E-Mail, dass ein gewisser Alucard224 jetzt live auf Twitch ist. Jetzt gerade? Jetzt. Boah, da muss ich leider gehen, ey. Da muss ich gucken. Das kommt aber zeitig. Ja, mein E-Mail-Programm hat das gerne immer so, dass erst wenn ich wieder reingucke... Oh, ich muss aktiv sein. Ach übrigens, hier ist E-Mails reingekommen, die du gerade eigentlich schon gesehen hast. Aber ich mache mal noch das Pop-Up an. Ich hab hier eine Aufgabe, scheiße. Ach ja, heute ist Technik nicht ganz dicht im Kopf. Hast du mal gefragt, was los ist? Nö. Na, weißt du, bei Technikfragen. Oh. Wie heißt der den Technik spielt?
Joe, der hat einen französischen Namen. Ja, der hat einen ganz extravaganten Namen. Der ist aber eine coole Socke, wenn er mal reden darf. Ja, das stimmt. Warum? Nee. Keine Ahnung, wie der gute Mann hieß. Aber viele verwechseln den mit Gronkh. Ja. Er ist Gronkh. Keine Ahnung, irgend so ein YouTuber, keine Uni. Was ist Dr. Funk? Wer ist Idris und wann kommt Gronkh? Ja. Meinen Charakter auswählen, danke. Und ich bin bereit. Also irgendwie ist heute der Wurm drinne. Der Wurm? Ja, aber nicht nur bei euch oder bei uns oder wie man auch immer das nennen möchte. Dann hier, ich hab, bevor ich bei euch reingeschaltet hab, also hier reingeschaltet hab, ne? Ist alles gerade live auf Twitch. Habe ich den guten Luxlack Link angeschaut und der hatte noch das veraltete OBS benutzt gerade zu dem Zeitpunkt und wollte über einen Kanal sein Mikrofon laufen lassen, plus streamen, appen und gleichzeitig den Sound vom 3DS aufnehmen und hat verzweifelt versucht, den Sound vom Mikrofon über den 3DS laufen zu lassen, damit er die, weil das ja eine Eintonspur, wird die quasi genau da drauf kommen. Das heißt, entweder war Ton vom 3DS da oder seine Stimme war nur da. Na super. Immer im Wechsel. Das war lustig wie Sau. Also hast du dich eine halbe Stunde echt unterhalten gefühlt. Das war super. Ja. Doch hier einen Weg, wie ich hier herumfahren kann. Da lang. Hier lang. Was? Der zeigt da. Ja, aber kann nicht durch die Alpha-Wände fahren. Das stimmt. Wer hat die Alpha-Wände erfunden? Alfin und die Chipmunks. Okay. Der fühlte sich leicht überrollt, kann das? Ich hab ihn ja auch mit meiner Persönlichkeit ein bisschen überfahren. Oh Gott. Und der hat schon wieder eine Wand angebumst. Was? Warnung, hohe CPU-Auslastung? Willst du mich verarschen? Was ist heute los? Hat OBS bei mir heute zu Anfang auch gesagt. Bei etwa 10, 11 Minuten. Das ist schon wieder fast 2 Stunden? Jo. Willst du mich verarzten? Nee. Au. Schon wieder Wand. Die ist halt ein Pfosten angebumst. Der Crimson macht da keinen Unterschied, was er also gerne so bumst. Da lang. Die sind auf jeden Fall falsch. Wo ist denn dieser Sean Stokely? Hier irgendwo. Hier oben irgendwo. Hier oben. Da oben. Ich da. Manu. Fährt er erst 3 Kilometer wieder zurück, dass ich ja 3 Kilometer laufen kann hier, ey. Komm hier nicht lang mit dem Auto. Da oben drin. Wie man auch immer da hochkommt. Na hier. Hallo. Bist du mir nicht hinterher gelaufen? Nö. Ich bin kein elender Mitläufer. Ja, deshalb läufst du doch immer falsch. Alter, ich hab einen Orientierungssinn, weißt du? Wie eine marokkanische Rennzwiebel. Ich merk das. Da bin ich doch gerade da, hier irgendwo in der Hütchen da oben. Da drüben. Was ist eine marokkanische Rennzwiebel? Eine Rennzwiebel aus Marokko. Weiß man doch. Ah, ja, danke. Nur mal kurz das Gedächtnis auffrischen, ne? Ja, ich hatte das vergessen. Ich hab grad nochmal... Ich dachte mir, ich frag den Crimson lieber, bevor ich rüberrenne und meine Tierenzyklopädie hole. Hier muss der irgendwo sein. Da oben drin, aber wie kommt man da hoch? Ich suche auch gerade den Weg. Hier hochhüpfen kann man auch nicht. Scheint so. Ah, okay. Bestimmt einen einfacheren Weg. Ja, da war eine Schräge nach oben.
Sauber, ich bin... Wer ist Reaver und was hat er getan? Reaver getötet. Warum müssen wir das tun? Wo ist unser Auto abgeblieben? Keine Ahnung. Du hast geparkt. Nee, ich will die fahren. Dann, hey! Dann drück mal C. Da, lang. Ihr schon wieder. Naja, wir sind jetzt neu, dadurch, dass wir neu starten mussten. Ich glaube, unser Auto ist ein bisschen angeschossen. Ich war's nicht. Das kommt davon, weil du immer jede Wand anbombst. Nein. Kann nicht sein. Weil die Wand das Auto bummst immer. Das ist natürlich auch eine Methode. Na ja. Hat er wieder die Rex aufgeweckt. Miau. Hallo. Nee, glaube ich nicht. Alter. Wenn ich sage, da lang. Ja,